sich. Prozent. Was, Prozent? Ich weiß nicht. Warte mal, das kleben, die kleben, die kleben. Okay. Ja, Entschuldigung, aber glaube ich werde Was ja das denn? umbauen. Das war ein kennst du nicht? Also weißt du, Wow, das ist ja voll. er hat die Pupsblumen und kennt nicht. Ja, da Menü. So, jetzt muss ich wieder gucken. Wer hat hier die meiste Zeit in der Warteschlange? Das ist wie beim Arbeitsamt, ey. Welcher Scheiter hat denn jetzt Zeit für mich? Gibt's hier irgendwelche Nummern zum Aufrufen? So, 14 Stunden, 4 Stunden, 17 Stunden, 0 Minuten. Mann. Ich glaube, ich werde das mal hierhin tun. Wobei das ja die Endproduktion eigentlich, ne? Warte mal. Nee, ist ein Auftrag. Ein Auftrag! Kazuya, wie geht's dir? Bist du auch noch flit, floi, flölich, flom, fly? Was? Also geht's dir Erst gut? Flitzfleu, was? Flit, floi, flölich, flom, fly. Kennst du das nicht? Ich auch nicht. Aber pst, verrat's keinem. Ich wollte ja nur fragen, ob sie Wieso ist noch das so voll? halbwegs wach ist. Und uns doch folgen kann, wohin auch immer. Ah, sie hat dich lieb. So. Ich bin wach. Ach. Wie du und wach. Klar. Du bist Ich doch bin wach, irgendwie bei Hilu. Tag 97, da ist man nicht mehr wach. 97? Alter, warum bist du so weit vor mir? Bin bei Ja. Tag 89. Wir sollten erstmal mal die Tage abgleichen. Da, wie du ist weit Front auf weit weg oder so. Max Level. Naja, liegt wahrscheinlich mit daran, dass du das öfter in Autosave laden musst. Das könnte sein. Das stimmt. Da hast du recht. Da habe ich ja mal ein paar Tage verloren. Flieger pleite. So, warte mal, kann ich denn nichts garan? Ja, okay, cool. Hä, was hat er denn jetzt hier aufgerufen? Ich sag liefern und er sagt, okay, bau mein Haus. Was? Liefern, sagt die, nicht Haus bauen. Okay. Ah, hier sieht man nichts, ne? Ja, die Krümel, die müssten eigentlich nach oben. Aber das machen wir, wenn die Dinger durch sind. Quasi. Ja, also Schreibtisch 0,4%. Ich wette, die haben gerade mal die Henkel fertig. Der Rest so. Oh. Ja, also meine neue Planung hat so 6.000 Euro im Petto mal wieder. Yay. Oh Mann. Naja, ich wollte mal hier was knüpfen und nähen und so. Vor allem, ich muss mal gucken mit dem Pausenraum. Yay, nochmal 2000, sehr schön. Ah. Ich könnte ja ein Taschentuch nass machen oder so, ne? Das wäre ja eine Möglichkeit. Und warte mal, eine Serviette hier haben wir auch noch. Muss es eigentlich heute arbeiten? Nö. Nee? Okay. Naja, aber das macht ja beim Aufstehen auch nicht mehr viel, ne?
Ja. Er singt irgendwann, ihr Kinderlein schlafet oder so. Ja, schlafe doch all, ich will auch noch ein bisschen. Ich bin gemein, ich weiß. Ach ja. Alter, das ist voll die Falleritis hier. Bumsfallera! Bumsfallera! Ja, irgendwie muss man ja Spaß haben. Oder, Damlu? Ach komm schon, ey. Genau. Obwohl, wir könnten den... Oh, wir werden den Auftrag wahrscheinlich gut schaffen, würde ich sagen. Also ich muss sagen, in Holz, in der Richtung bin ich recht gut aufgestellt. Also ich weiß ja nicht, was du so hast in der Richtung Holz, aber ich denke mal, Holz sollte man haben, ne? Vor der Hütte. Boah, oh, Holz, Dings, Bums und Rums. Dings, Bums, Rums, Trum, die Dums, was? Keine Ahnung. Ja, klar, was? So, what? Ja. Jo, genau das. Why not? So, warte mal, ich könnte mal Regale bestellen. Ach nee, ich kann ja nicht jetzt bestellen, weil dann bestelle ich ja 6000 Ocken. Ich brauche mehr Regale. Kann man die nicht selber bauen? Sag mal ehrlich, oder? Das wäre doch was. So. Könnte man doch wahrscheinlich einiges an Geld sparen. Ja, guck mal, du hast eine Fabrik, die alles möglich herstellt und. Aber Regale, nein, die muss ich bestellen. Irgendwie macht das keinen Sinn. Lalalalalala. Ja, oder ich lasse es erstmal mit dem Bestellnamen. Ja, könnte ich vielleicht ein paar Regale oder so kaufen. zwei Tage. So what? Oh, jetzt klingt das Telefon schon wieder. Was ist denn hier los? Davido! Halli, hallo. Ich habe eine Idee für ein Sommerprodukt. Aber jemand muss mir mit dem Prototypen helfen. Bist du dabei? Nicht wieder deine Flamingos. Nein, Sonnenschirm. Ein UV-Filtergrill. Ein Filtergrill? Der Grill mit Sonnenschirm. Ja, der Grill mit Sonnenschirm. Das ist so, wow. Oh, Mann. Wobei, die Idee an sich ist ja nicht so schlecht, ne? Aber am besten machst du noch Aluminium unter den Sonnenschirm. Ja, so wie bei diesen schönen Softboxen oder so. Ja, dann wirst du von beiden Seiten gegrillt. Oh. Hey, dann hat Schwitzen neue Dimension, da kannst du dir die Sauna sparen. Tri, tra, trulalul. Was? So, ja, ich wollte ja Regale bestellen. Rufen wir doch mal bei Svekia an, ne? So hießen die doch. Ist das eigentlich das Kranregal? Ich glaube nicht, oder? Das Kranregal. Das Kranregal, ja, ja. Mhm. Oi, oi. So what? Oi, oi, oi. Ai, 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 ai. Sowas von. So, ich bestelle jetzt hier erstmal. Warum darf ich die nicht bestellen? Weil das Regal hier rot ist? War versperrt. Och Leute, jetzt legt doch nicht da Kacke hin! Das war doch. Das machen die gerne. Jetzt muss ich warten, bis die Kacke da weggenommen haben. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht! Ihr seid doch Deppen, seid ihr doch. Die kommt doch aus Deppendorf, sag mal ehrlich. Ja, das machen die aber gerne. Du weißt, dass es Deppendorf wirklich gibt, ne?
Na? Obwohl, ich glaube, Doppendorf war bei Bielefeld und Bielefeld gibt es ja nicht wirklich. Habe ich mal so gehört. Nö. Umbreitei! Kann ich das Regal jetzt umpflanzen? Nein. Könnte es xen, aber das ist ja nur um es bestellen zu dürfen erstmal. Und anschließend können wir das Regal umswitchen. Was Ach, dieser verlassen. Lieferant geht ja einem richtig auf den Sack, ey. Welcher? Das Museum. Du warst das? Karasuya! Was ist los? Entschuldigung. I'm so sorry. Erzähl, was ist los? Ach, dieser Lieferant geht einem immer auf die Nerven. Ums Warum? halbe Haus rumlatscht, der endlich mal auf die Idee kommt. Ich weiß nicht, was du mit deinen Lieferanten für Probleme hast, aber. Den Wagen zu entleeren. Also bei mir läuft es eigentlich relativ. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die hier laufen. So, der Lieferant läuft jetzt erstmal auf die Blumenwiese. Das ist immer am schönsten. Siehst du, ich wusste es genau. Die rennen durch den Pausenraum. Aber es geht eigentlich hinten. Es geht eigentlich lustigerweise. Weil der Pausenraum hat 1, 2, 3 Türen. Okay, lol. Okay, jetzt rennen sie da lang. Kann sein, dass ich so, boah, heute laufe ich mal links rum, morgen wieder rechts und übermorgen renne ich ganz ums Haus. Ich weiß nicht. Ja, kann probieren. Das ist mega. So, vor allem habe ich gleich ein wenig Kohle, 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 Kohle. Oh, da freue ich mich. Ein Zoo Strafe, freuen aber heute mich. nicht drauf. Aber so So, war's ich schon. würde mal sagen, 5 Minuten noch, dann mache ich wirklich sonst mal Feierabend. Ja, sicher. Allerdings, mein Regal steht immer noch nicht im Kran. Nee, was? Boah, das Geile ist, das Zeug hier könnten sie auch mal irgendwie Kein wegräumen. Regal mit Kran. Ja. Ein Regal mit Kran wäre auch mal cool. Dann brauchst du keinen Hubwagen mehr. Ja. Ach, guck mal, auf einmal kannst du Ja, es ins das Regal ist passiert. tauen. Du Nasenbär. Du Nasenbär. Ich wusste es doch. Oh, ich habe einen Levelaufstieg. Alter, what the fuck? Wie viel habe ich gekriegt? 19.000. Ja, lol, läuft. David, oh, ich bin nicht mehr pleite. Na gut, gib mir 5 Minuten. Aber ich Wow. bin nicht mehr pleite. Gib mir mal 5 Minuten. Komm, ich kann das. Ich habe da Talent für. Ja, ich verplane immer mein Geld so schnell, dass ich gar nicht merke, dass ich gar kein Geld mehr habe und dann ist es weg oder so. Das ist schön. Das ist gar nicht schön. Also es ist eigentlich so überhaupt nicht schön. Warte mal, ich müsste eigentlich die Tische jetzt, obwohl die Dinger sind auch Auftrag, ne? Die Dinger, kann ich die Tische, ja, jetzt muss ich rausfinden, wo die Dinger liegen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Schreibtische, Dings, Nee, in da, der Zeit okay. schaffen wir das nicht mehr. Aber wir haben gerade die Teile dafür, ne? Das läuft gerade, das läuft gerade. Deswegen würde ich das ungern umswitchen. So, mal einen freien Tisch oder so? Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na gut. Also die Finanzierung läuft relativ gut gerade, aber der Rest ist so. Ja, wir haben noch einen Tag Zeit. Moment. Warum Die burnen die Finanzierung Schreibtische? sieht top aus, die Ware sieht Schrott aus, was? Was? Wie jetzt? Die Ware sieht Schrott aus. Na, wie du, was Boah, willst du weiß uns ja nicht. damit Wenn da sagen? schon wieder keiner auf die
tollkühne Idee kommt und das Zeug einzukaufen. Was für ein Zeug? Das Zeug dann abnimmt, in dem Sinne. Ah, okay. Ja, das habe ich ja auch gerade noch. Ach, ja. Aber eine Minute. One minute! Meep, meep. Oh, es kommt schon wieder. Ich würde mal sagen, dann wird es wohl langsam Zeit für ein Feierabend. Aber sowas von. Aber ja, sowas von. Juti! Dann sag ich mal, wir danken euch fürs dabei sein, fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann definitiv bei mich mal hoffentlich wieder. Bei der nächsten Pleite. Oh Gott. Ihr könnt ja gerne die Pleiten mitzählen in den Kommentaren. Oh, ja. Es ist auch ein schöner Vergleichswert, oder? Vielleicht gewinne ich darin etwa, dass ich wenigstens darin rausstiche, dass ich schon x-mal pleite war. Ja, und ihr könnt ja auch was gewinnen. Und zwar ein paar schöne Game Keys von Duckies. Und dementsprechend, ja. Generell wäre es natürlich schön, wenn ihr auch den Daumen und mich ein wenig bewerten würdet. Oder einfach mal sowas kommentieren oder whatever. Und dann schauen wir mal, weil unter allen Kommentierenden wird dann so einmal im Monat auch was ausgelost, solange natürlich das Teil hier läuft. Weil irgendwann werden wir wahrscheinlich, glaube ich, auch ein anderes Spiel spielen. Ne, mein Lieber, wenn wir das Thema durch haben. Mal von aus, ich weiß da nicht. Ich denke schon, doch, durchaus. Na Juti, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, whatever, Abend, wie auch immer. Weil wir wissen ja nicht, wann ihr guckt. Das Ganze auf YouTube und so. Und dann, oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.